Ja, Belasco folgt euch und geht wieder zu seinem Kaffee, der mittlerweile kalt ist. Äußert er auch. Und ihr steht dann wieder im Flur herum. Bei Muska bleibt noch ganz kurz bei Belasco stehen am Tresen. Sind die Männer von Händen zerrissen worden? Können Sie das bestätigen als Wissenschaftler, der Sie ja arbeiten, was mein Agent Johnson mir gerade erzählt hat? Ja, also ich meine das mit meinem morbiden Humor tatsächlich ernst. Zerschnitten ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Das mit einer Weihnachtsgans passt tatsächlich, so. Weißt du, wissen Sie, diese großen Scheren, die man benutzt, um ihnen das Rückgrat aufzuschneiden, so etwa muss man sich das vorstellen, wie eine Krebszange. Hummermenschen. Er geht Richtung Fahr Luca geht Richtung Fahrstuhl. Das muss ich mir merken, Hummermensch, schmunzelt er. Das schreibe ich in dem echt. Ist so morbide. Reese, alles in Ordnung bei dir? Klopft da Du jemand siehst, wieder beim Reese hat Fahrstuhl wieder. sich zum Beruhigen wieder an einen Computer gesetzt. Scheint dort schon wieder irgendwas zu recherchieren. Siehst das Gesicht von irgendeinem Mann in einem Laborkittel und siehst unter diesem Mann mit dem Laborkittel den Namen James Morton. Morton, hm? Agent Johnson, bevor Sie zum Fahrstuhl nehmen, wir haben was über Morton, oder zumindest Reese hat was also von über Morton. Johnson wird eigentlich schon im Fahrspiel sein. Also er wird gleich runtergegangen sein. Alles klar. Ich glaube, dann drucke ich das alles aus. Ja, schmeißt du den Drucker an. Der ist tatsächlich ein bisschen älter. Es dauert ein bisschen länger, bis das Ganze ausgedruckt ist. Aber du kannst die Informationen, die du in aller Kürze schon einmal recherchiert hast, in Bedauern nehmen. Dort treffen wir auf, ja, Jeremy Taylor und Victoria Zamora. Der Fahrstuhl klingt einmal wieder, oder die Fahrstuhltür geht wieder auf. Der FBI-Agent kommt wieder raus und die anderen können ja vorstellen, was sie jetzt über dieses merkwürdige Papier herausgefunden haben. Also Jeremy und Victoria sehen wahrscheinlich beide relativ blass aus. Und gerade schüttelt Victoria den Kopf und meint, ich habe keine Ahnung. Was zur Hölle? Aber wenn wir das richtig entschlüsselt haben, dann Und das kombinieren mit dem, was in Mortons Tagebuch stand. Dann sind wir Johnson. jetzt gerade. Dann müssen wir ihn finden. Tötet man sowas? Johnson würde mal ins Auto einsteigen, die Tür relativ ruppig hinter sich zuziehen. Wo sind die Und die anderen? haben noch oben. Wir haben die, da gab es einen Zettel, der da dabei lag. Mr. Taylor, wollen Sie vorlesen? Würde es mir auch geben, wenn Sie es nicht nochmal lesen wollen. Oder sollen die anderen was machen? Nein. Wobei, ich weiß nicht, was sie davon halten Die werden. werden uns nicht glauben. Mr. Marinelli zieht es vor, zu antagonisieren und zu provozieren und sich in gespielte Überlegenheit zu mimen, anstatt irgendetwas Sinnvolles beizutragen. Mr. Johnson, verstehen Sie, das ist ein natürlicher Schutz, eine natürliche Schutzreaktion eines Ich bin mir Menschen. dessen Ja. bewusst, Mr. Taylor, da haben Sie natürlich vollkommen recht, aber es hilft uns nicht weiter, damit Schutzmechanismen umgehen, aber wenn er... Das ist höchstgradig der Situation unzuträglich. Und Du deswegen würde ich... schaust dir Muss den direkt Zettel sein. an, du schaust dir den Zettel an, der dir gerade von Jeremy Taylor gereicht worden ist, drehst ihn ein bisschen und weißt nicht genau, wo du anfangen musst zu lesen, weil er tatsächlich von allen Seiten irgendwie beschrieben worden ist. Und ja, tatsächlich kannst du es auf den ersten Blick so gar nicht enträtseln, sondern bräuchtest die Übersetzung. Während du dann nach hinten guckst, mit deinem fragenden Blick, kannst du tatsächlich hören, wie es wieder blinkt und die Fahrstuhltür aufgeht. Den kriege ich Kopfschmerzen. Ne, das entschlüsselt irgendwo und leserlich. Wir haben es versucht zusammenzusetzen und sind ungefähr zu den Folgen gekommen. Mr. Morrow, ich lese es dann vor. Geben Sie es mir, das. Geben Sie es mir, Okay, lieber. die Fahrertür setzt sich auf den Sitz. So, wohin als nächstes? Am Fahrersitz ist Johnson. Dann scheint er um das Fahrzeug rumzugehen, dich auf den Beifahrersitz zu setzen. Du hast gesagt, du steigst ein, du hast nicht gedacht, dass du Fahrersitz nimmst.
Aber okay. Dann gibt man einfach mal den Zettel weiter. Ja, wie gesagt, auf dem Zettel kann man wenig lesen. Oder habt ihr es einfach dann neu aufgeschrieben? Ich hab's gerade gepostet, deswegen. Ja, lies es einfach mal bitte vor dann. In Ordnung. Mit dem, was du gesagt hast, also das letzte ist nicht. Okay. Nun, dann lese ich jetzt einfach mal vor für alle. Äonen schon harren sie darauf, Vergeltung zu üben für die Tat, die einst geschah. Und die Zeit wird kommen, Ragnarok ist nahe. Der Erzherr wird kommen und jenen zu verzerren, deren Seele rechtmäßig uns gehören. Oh, Mitra, wir wissen nicht genau, ob wir das richtig übersetzt haben. Mein Gebieter, zerreißen werdet ihr die Fesseln, die meinesgleichen an die andere Seite binden, und verschlingen werdet ihr die Welt. So wie die Menschlein es einst vorhersahen, so wird der Fenriswolf seine Fesseln abschütteln und in dieser Weise einleiten die Götterdämmerung. Rings auf der Welt wird walten die wilde Jagd, wenn erst ich meine Aufgabe vollbracht habe. Die größten Edelsteine und Juwelen dieser erbärmlichen Kugelmild werde ich zusammensuchen und damit größere und immer noch größere Schlüssel erschaffen. Unseresgleichen wird die Erde verheeren, um nach dem langen Hunger in Völlerei zu schwelgen. Und auch ich werde schwelgen. Schon habe ich genug des Liao Derisiates zusammengemischt, das mein sterblicher Lakai verteilen kann. Wenn es uns nur glückt, so werde ich den Meistern schon bald die Beute zuführen, die ihnen zusteht. Und das war's. Wenn das letzte jetzt laut vorgelesen wurde, im Wagen oder wie ist das? Im Wagen, ja. Und wenn wir damit richtig liegen, dann man guckt mal rüber, bedeutet es, dass er anfängt, weitere seiner Art herüberzuholen oder zu erschaffen oder wie auch immer man das nennen möchte. Nun, Morten schreibt irgendetwas von einem Ritual mit vielen Blutopfern. Apropos und Morten, er Entschuldigung. Dürfte ich zuerst zu Ende, dann können Sie gerne Ihre Erkenntnisse geben. Aber er hat zudem noch irgendwelche chemischen Substanzen angegeben, die er wohl irgendwie ja machen würde. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber wenn Sie wollen, können Sie gerne. Ja, ich würde die Dinge, die er da als letztes gemacht hat, ich muss sagen, dass es mich ein wenig an dieses Liao Derisiat erinnert, das sein sterblicher Lakai verteilen soll. Vielleicht ist es das, was gemacht wird. Und, ach ja, noch etwas. Jetzt habe ich den Faden verloren, Entschuldigung. Aber sollen Sie erstmal. Sie wollten also, etwas über Mr. Morton sagen. Richtig. Ich habe hier einige interessante Passagen über sein Leben herausgefunden. Ich lese es mal vor und währenddessen hier. Man gibt jedem von euch einen Zettel, wo die Informationen, die man jetzt auch vorliest, draufstehen. Dies ergibt, dass Morton in Boston geboren wurde, nie heiratete, allerdings einen Doktortitel in Chemie und Bakteriologie erwarb und in den 1920er Jahren, als er in Patridgeville lebte, eine Spitzenkapazität auf dem Gebiet der forensischen Chemie war. 1927 wurde er wegen sexueller Belästigung einer Sekretärin an seiner Arbeitsstätte, den Patridgeville Chemical Laboratories, rechtskräftig auf Bewährung verurteilt. Nach 1931 gibt es keine weiteren Aufzeichnungen über ihn. Patridgeville Chemical Laboratories, das Chemielabor, wo Dr. Morton tätig war, existiert noch immer und liegt gleich neben dem Polizeirevier in Patridgeville. Wann ist der gefeuert worden? 1927. Also 2 Jahre, bevor er erster Laborleiter wurde dort? Was? Nein, 31 ist er verschwunden. Aber 1929 hat James Morton doch als erster Laborleiter noch dort gearbeitet. Er wurde nicht gefeuert. Lasst mich kurz weiterlesen. Ich habe noch ein paar Sachen herausgefunden. Oh. Ja. Außerdem liegt ein Kündigungsschreiben von Dr. James Morton vor. Eingereicht 4 Monate nach Chalmers Tod. Als Grund gibt Morton an, sich in Ruhestand begeben zu wollen. Für künftige Korrespondenz ist eine Adresse in New York City angegeben. 916. Hobbs Lane. Mit einer Büroklammer ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie von Morton an die Akte geheftet. Ein Mann mit durchdringenden, dunklen Augen, Ende 50. Und rechts auch das Bild rum.
zeigt euch. Das ist die Moment. Hobbs Lane. Das ist der Park. Der Park hieß Hobbs Park, glaube ich. Und er lag vorher an dieser Hobbs Lane. Der Weinladen gehörte ihm. Also früher irgendeinmal. Das Labor war früher dort. Eben, deswegen kannte er es. Deswegen hat er sich dort eingerichtet. Er hat sein altes Labor wieder eröffnet. Also ist es Morten. Zurückgekehrt aus einer anderen Dimension, um Ragnarok einzuleiten? Ragnar was? Ragnarok, altnordische Mythologie. Fragen Sie Mr. Maurer, die kennt sich damit am besten aus. Das ist die Götterdämmerung. Das, was laut den Germanen am Ende der Welt passieren wird. Aber... Währenddessen wird das Foto rumgereicht, was ebenso der Akte beilag, das mit dem Mann 50 Jahre, den Augen im Laborkittel. Und das, was sie unten gesehen hattet, war zwar nur ein Schatten, ein Schemen und sich immer wieder verändernde Muster, die Zähne, die aneinander gerieben haben und tatsächlich kein richtiges Gesicht besaßen, aber mit einer Gänsehaut wird euch klar, dass es tatsächlich irgendeine Ähnlichkeit damit hatte. Hat er einen Hut? Sieht man irgendwo einen Hut auf einem der Bilder? Ja. Das ist sein Hut. Guckt zum Kofferraum. Fröstelnd. Okay, wir haben ihn entkommen lassen. Wir sind lebend entkommen. Sagen wir es besser so. Wir können ihn nicht weiter rumlaufen lassen. Wir müssen irgendwas... Und was sollen wir gegen ihn tun? Weiß nicht. Und er ist vor uns weggelaufen. So wie es aussieht, kann man ihn verletzen. Beeindrucken lassen. Des Weiteren kann ich etwas vermuten. Ganz ehrlich, warum zur Hölle frisst er Menschen, wenn er doch die Unsterblichkeit angeblich erreicht hat? Vielleicht. Ja, wollen Sie erst, aber ich habe tatsächlich eine Theorie. Vielleicht ist sein Protoplasma doch nicht so unsterblich und vielleicht kann er kein neues produzieren und muss deswegen neu an das anderen Mensch leben. Ich weiß es auch nicht, ich bin doch kein Chemiker. Ein Vampir. Er hat eine Substanz in sich hinein injiziert, die nicht dieses Protoplasma braucht. Aber, nun ja, er braucht trotzdem, so wie es aussieht, es um zu leben. Also muss er es von woanders nehmen. Brauchen wir denn Silbermunition? Nein. Johnson, dein Handy klingelt. Ja, man schreckt zusammen, als hätte man gerade einen Elektroschock bekommen. Man lässt es noch eine Weile klingeln, bis man es dann aus der Tasche holt. Auch ein bisschen länger braucht es mal, um den Knopf von der Hosentasche aufzukriegen. Und dann zieht man es raus und starrt erstmal drauf. Ja, tatsächlich wird angezeigt, dass der Bezirksstaatsanwalt anruft, Chester Boulder. Ja, man nimmt an, ja. Ah, Johnson? Ja. Gute Arbeit. Ich habe den Bericht gelesen, das, was Sie im Krankenhaus gesagt haben. Und es ist natürlich bedauerlich um die Feuerwehrleute, aber Sie haben dann ja das Ganze erledigt, nicht wahr? Gute Arbeit. Ich gebe das so an die Presse weiter. Nein, wir haben... Ich hab gehört, dass Sie Ihr ganzes Magazin in die Kreatur reingefeuert haben. Gute Arbeit. Wir haben das Labor gefunden. Kreatur. Und mittlerweile haben wir auch die Beweismittel gesichert. Ich habe nie von einer Kreatur in meinem Bericht gesprochen. Sie haben doch auf etwas geschossen, oder nicht? Ja, aber was meinen Sie mit Kreatur? Also, mir wurde gesagt, dass Sie auf diesen Menschen, Mann, diese Kreatur, das, was Sie im Krankenhaus sagten, haben Sie wohl geschossen. Wir haben jetzt, wie gesagt... Was? Aber Sie haben noch getroffen, oder nicht? Wir haben zumindest jetzt das Labor gesichert und sind wir wohl ziemlich sicher, dass das Ganze erledigt ist. Gute Arbeit. Wir werden Sie höchstwahrscheinlich den Mist befördern. Ich werde dafür sorgen und das ist natürlich auch schon mit Ihrem Vorgesetzten abgesprochen. Herzlichen Glückwunsch. Ist natürlich noch nicht offiziell, aber wie gesagt, der Fall wird geschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Das können Sie den anderen übrigens auch sagen. Von Mr. Marinelli hätte ich gerne noch die Beweismittel zurück. Die müssten sich in den nächsten paar Tagen wieder hier anfinden, aber wie gesagt, der Fall ist abgeschlossen. Gute Arbeit. Welche Beweismittel meinen Sie genau, nur damit ich das korrekt weitergeben kann?
Bitte, was haben Sie gesagt? Welche Beweismittel meinen Sie genau, damit ich das korrekt weitergeben kann? Mr. Marinelli hat sich vor ein paar Stunden die Akten aus dem Labor entliehen, also das, was wir hier aufgenommen haben. Das war tatsächlich irgendwie eine alte Schriftrolle, die dieses Arbeitsbuch von einem Morden steht hier auf meinen Unterlagen. Naja, das brauchen wir zumindest wieder, aber naja, ich habe jetzt zumindest diesen Fall hier für abgeschlossen erklärt. Gute Arbeit. Ja, natürlich so. Die Mittel dafür brauchen sie dann ja wieder nicht. Das heißt, herzlichen Glückwunsch. Ich würde, wenn es geht, trotzdem gerne noch ein paar Spuren verfolgen. Es ist noch nicht alles klar. Es könnte sein, dass es... Man guckt dich leicht irritiert an. Wer war das? Pack das Handy ganz ruhig wieder weg. Mr. Boulder. Wir werden abgezogen. Wie bitte? Er kann uns noch nicht abziehen, das ist noch überhaupt nicht alles erledigt. Natürlich kann er. Nur World Industry wird ihn dazu gezwungen haben. Warum sollten sie ihn dazu zwingen? Das ist doch... Weil sie das Ding haben wollen! Sie wollen diese Unsterblichkeit... Das hat mir doch schon selbst festgestellt, Mr. Taylor. Blödsinn da haben! Das Problem ist, was ihr jetzt habt. Ihr seid auf euch allein gestellt. Ihr habt keine Mittel der Polizei mehr. Und für diejenigen, denen es noch nicht klar geworden ist, uns wurde nicht nur der Fall entzogen, sondern auch alle damit inbegriffenen Mittel. Fahrzeuge, Beweismittel. Ich hatte eigentlich vor, ein SWAT-Team anzufordern. Ja, das können wir uns, glaube ich, streichen. Ja. Aber... Ach. Man bricht mal ganz gepflegt in Tränen aus. Mr. Marinelli, die hatten vollkommen recht, ich bin nicht der Vorgesetzte. Es scheint keiner von uns hat mehr einen Vorgesetzten in diesem Fall. Und während du in Tränen ausbrichst, Victoria, wird dir auch mit einem weiteren unglaublich heftigen Schock klar, du hast nur noch einen Tag für deine Masterarbeit. Du hast den halben Tag wieder im Krankenhaus gelegen und das hilft alles nicht. Jetzt bist du wieder Zivilist. Ja. Man möchte mal ganz gepflegt verzweifeln. Man zieht die Beine an, legt die Arme auf die Beine, den Kopf auf die Arme. Was ist jetzt? Ich muss diese Sachen hier noch zurückgeben, diese ganzen Sachen, die ich mir ausgeliehen habe, und dann ist die Sache durch? Wir werden sie ja. Erst noch einmal sichten. Wie weit sie schon wieder abgegeben werden? Ja, ich würde sie gerne auch direkt. Einfach nur, pro forma. Dann lassen sie uns doch einfach jetzt da hochgehen, die Sachen kopieren sie sich alle und dann gebe ich die Originale ab. Aber bestimmt kopiere hier im Polizeirevier. Das sind riesige Bücher, bis die alle kopiert sind, dauert es. Und ich glaube nicht, dass wir Beweismittel kopieren dürfen. Ja, dann kommt Agent Johnson jetzt mit mir hoch und wir klären irgendwas kurz ab, dass er die Beweisbücher alle abgibt. Dann soll mir das auch egal sein, dann stelle ich mal meinen Namen drauf. Alles klar? Dann machen wir das so. Warum ist es Ihnen so wichtig, dass Ihr Name nicht draufsteht? Naja, weil ich die Dinger entliehen habe und sie mir jetzt nicht wiedergeben wollen, weil sie sie noch aus irgendwelchen Gründen brauchen, obwohl sie ja... Ach, das, ja, meinetwegen. Gut. Dann steigt man wieder aus und geht Richtung Fahrstuhl. Zum ja, das ist nicht... Polizei. Ich weiß es nicht. Was haltet ihr von folgendem Vorschlag? Wir gehen zu New World Industries. Sie wollen doch... Es ist mir tatsächlich auch im Kopf herumgespukt, aber ich wollte es nicht aussprechen. Sagst du, wie ich noch im Auto bin? Ja. Er guckt zu dir und... Bist du nicht sicher, ob es ernst meint oder ob es gerade schwarzer Humor ist, aber er meint nur mit nur einer einzigen Schrotflinte? Beginnst zu grinsen. Nein, tatsächlich. Sie wollen etwas und wir haben Hinweise. Ja, aber sie wissen offensichtlich schon länger von diesem etwas als wir, sonst hätten sie nicht schon längere Zeit versucht, dieses Ganze zu vertuschen. Aber sie haben nicht die Informationen, die wir haben. Eben, und sie brauchen uns dafür. Ja, dann müsste ich ja nicht mit deiner korrupten Megakonton rauswandern. Wollen sie stattdessen lieber Zivilisten sterben lassen? Nein. Aber ich... Dann sowieso kurz vor der Suspension. Finden schon einen Grund. Jetzt stehen sie vor der Beförderung. Das glauben die doch selber.
Also bitte, Sie haben den Fall gelöst. Ich werde hier nicht befördert werden. Wir sollten abwarten. Vielleicht wird es heute Nacht wieder einen Mord geben. Und dann werden wir... Wäre das nicht wundervoll? Stimmt. Aber ich glaube, dass die Sache, die wir da aus diesem Stück Papier heraus... Ich glaube, irgendwas wirklich Böses geht hier vor. So böse, dass ein alter Mann... Mr. Reese? Ja? Wir hatten noch diesen Mitermittler. Diesen Mitermittler? Wir hatten viele Mitermittler. Mr. Coit. Kurt, natürlich. Kurt. Ich erinnere mich an ihn. Würden Sie mir einen Gefallen tun und herausfinden, wer dieser Mann ist? Wieso ermitteln wir jetzt gegen unsere Mitermittler? Nicht ermitteln, aber einfach nur, er ist verschollen. Vielleicht gibt es Angehörige, die in Kenntnis gesetzt werden müssen und ich weiß nicht, was hier irgendjemand getan hat. Alles klar. Reed knackt seine Finger durch und geht dann auch zum Aufzug. Da ist Luca schon alleine verschwunden, wenn Agent Johnson nicht folgen möchte. Nee, ich hab den Fahrstuhl gedrückt und dann stehe ich mit dem Fuß okay. In der Tür des Fahrstuhls und warte. Okay, gut. Das ist jetzt nicht alleine umzugehen. Gut, dann kann Johnson jetzt hinterherkommen. Genauso wie Reese Turner. Was ist mit den anderen beiden? Die bleiben wieder unten beim Hut. Mr. Mora, wollen wir uns die letzten beiden Dinge noch angucken? Man hat ja das Buch noch in der Hand. Ich werde mal einen Blick in dieses Buch werfen. Dann schaue ich mir mal in der Zeit diese Schriftrolle an. Reese, was machst du eigentlich, wenn das in den Fahrstuhl einsteigt, hier nach? Sollen wir danach nochmal irgendwie eine Kleinigkeit essen gehen und setzen uns irgendwie zusammen und reden über ein paar Kleinigkeiten? Die Sache mit dem Film lässt mich ja nicht los. Das klingt auf jeden Fall perfekt. Also, gegen was essen bin ich nie. Ja, also, du willst... Bist du so einem Freund von mir, der hat ein ganzes Lokal, da kannst du lecker italienisch essen. Der Luigi. Natürlich. Ah, das freut mich zu hören. Würden die trotzdem noch Miss Port recherchieren? Wäre das möglich? Ja, natürlich, wie gesagt. Danach, meinte Luca ja auch. Wonach? Du willst auch, ja, wenn das nicht so lange dauert, dann mach Kling. Kannst du 4 Wochen direkt am Computer im Polizeirevier? Denk schon, ja. Die Tür geht wieder auf und ihr steht mittlerweile im Erdgeschoss, da wo, Beweismittel abgegeben werden. Genau, Beweismittel abgegeben werden und hier laufen wieder eine ganze Menge an Polizisten herum. Geschäftiger Alltag. Auf zur Beweismittelabgabe. Irgend paar Verbrecher, die hier an Stühle gekettet werden mit Handschellen, während dann ihre Personalien aufgenommen werden und sie herumfluchen, könnt ihr euch dann durch das kleine Polizeirevier herumtasten. Luca weiß ja, wo er die Beweismittel her hat. Und dann steht ihr wieder vor einem ziemlich dicken Beamten, der sich einmal die Polizeimütze auf seiner schmierigen Stirn hinterher schiebt, sich die Haare unter die Mütze streicht und dann dir die Bücher und Aktenlagen abnimmt. Nee, Luca sagt dann, Sie wissen, dass ich noch hier vor einer Stunde, zeigt seinen Personalausweis, seinen ID, ja. Luca Marinelli, ich habe hier die Sachen geliehen. Ja, richtig. Ich habe hier den, Schnips. Ich möchte ganz gerne dafür unterschreiben, dass er die Sachen wieder zurückbringt und nicht ich. Ja. Agent Johnson? Also Sie sind vom FBI, ja. Die Bücher wurden uns von Mr. Marinelli ausgehändigt, allerdings sind einige der Bücher noch bei meinen Kollegen, die damit, anderweitig recherchemäßig unterwegs sind, deswegen können wir sie nicht alle auf einmal zurückbringen. Wir wollen den Bestand erst sammeln und dann geschlossen zurückbringen, damit es nicht am Ende da irgendetwas auf der Strecke bleibt. Würde ich das gerne übernehmen. Würfel mal bei der Überredprobe.